Wir machen heute eine richtig geile Süßkartoffelsuppe und zwar machen wir die auf dem Salzbett. Das ist ganz einfach und idiotensicher. Man einfach ein bisschen Salz, das Salz habe ich jetzt schon ein bisschen öfters benutzt. Süßkartoffeln drauf, machen wir 4 Stück. Dann habe ich eine gelbe Karotte noch und eine Pastinake, eine Zwiebel. Und das kommt jetzt genauso wie es ist für eine Stunde lang bei 180 Grad im Backofen. Und dann, wie es weitergeht, zeige ich euch. So sieht unser Gemüse dann aus, wenn es dann auf Salz gebacken ist. Also ihr seht, das ganze Wasser ist raus, der Geschmack wurde konzentriert. Jetzt gehen wir her und schälen das einfach alles, mixen das in den Mixer eures Vertrauens einfach durch. Und dann haben wir ein bisschen Kokosmilch, packen das Kokosmilch noch drauf. Wir haben noch eine Thai-Curry-Soße. So, jetzt haben wir die Suppe schön püriert, im Topf noch ein bisschen aufgekocht. Dann haben wir hier unsere Süßkartoffelsuppe. Hier habe ich einfach ein bisschen Kokosmilch, ganz normal, einfach aufgeschäumt. Wenn ihr da vorbeikommt oder selber kommen. Guten.